Ihr wollt wissen, was da runterkommen soll? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Wir wollen diese Plattform hier erweitern. Also so groß machen, dass ich da oben schön drauf bauen kann. Abgesehen von dem, was ich hier sowieso schon habe. Hat ein kleines Problem. Ich habe irgendwie meine Notizen verloren, warum ich hier 40 Stück hingestellt habe. Also ich weiß noch so grob, was es war. Aber wenn ich jetzt nachrechne, komme ich auf 43. Da fehlen mir irgendwie welche. Das ist ein bisschen seltsam. Deswegen versuche ich jetzt ein wenig die Zeit zu überbrücken, indem ich die Fläche hier einfach ausfülle und schon mal andere Apparellos dann hinstelle. Das ist so der Plan. Ja, der klingt nicht besonders gut, aber es ist immerhin einer. Besser als keiner. So, in die Richtung. Das ist, ich verstehe es noch nicht so ganz, wo ich mich da erzählt haben könnte. Oh mein Gott. Werden wir auch noch rauskriegen. Ich wollte ja sowieso von den, das Ganze von hinten aufräumen, von daher passt das schon. Machen wir eben hier. Mehr. Da. So. Jetzt sind wir ja schon mal bei den Raffinerien. Ziehen wir jetzt auch mal mit Einzelschritten hier rüber. Geht noch einer? Eigentlich gar nicht so schlimm, ne? Das nehmen wir. Das nehmen wir so. So, jetzt hätten wir gerne hier den Spaß einfach in die Richtung. Weil hier ist schon zu eng. Ja, okay. Perfekt. Was sind dann die nächsten Pläne? Also, erstmal will ich herausfinden, warum ich 40 genommen habe und nicht 43. Wo ich mich da so verzählt habe. Das ist natürlich ein Plan. Das ist jetzt nicht der Hauptplan. Logischerweise. Ich möchte gerne so schnell wie möglich. Also, ich möchte als nächstes erstmal die ganzen weiteren Raffinerien bauen. Weil wir haben noch in unserer Liste 57 Stück. Wir haben noch die nächsten Teile. Das sind dann wie heißen sie? Ja, die ganzen Fabrikatoren, Konstruktoren, Manufaktoren. Damit wir von hinten nach vorne quasi vom Atommüll rückwärts gebaut alles aufbauen können. Irgendwie hing dieses Konstrukt da drin. Ich weiß nicht mehr, warum es 40 war. Das macht mich ein bisschen fertig. So, bis hierhin wollen wir, weil da machen wir einfach. Das setzen wir jetzt auch so. Ja, muss ich mir noch einen Platz. Lass mir genau den Platz. Mal.
ja, das Spiel schon ein bisschen laufen. Ich habe mittlerweile auf 60 Minuten gestellt, damit das nicht mehr immer im Video ist. Hat super geklappt. Hatte nämlich gerade noch ein kleines Problem mit unserer Phase 4 da oben, die die fast bei 4000 sind. Ich vergesse immer, wie die Dinger heißen. Die wollten gar nicht mehr bauen, weil die keine vielseitigen Rahmen mehr bekommen haben. Und ohne vielseitige Rahmen läuft das nicht. Die wurden nicht gebaut, weil die keine Stahlträger bekommen haben. Also Stahlbarren. Stahlträger. Und ja, werden wir mal fertig? Ja. Dann habe ich mir auch gleich angeguckt, warum das andere so langsam läuft. Ich hatte tatsächlich diese lustige Verkabelung zwar gebaut, aber ja, auch irgendwie nicht weiter angeschlossen. Jetzt, ja, nennen wir es unpraktisch. Aber da habe ich mich eben drum gekümmert. Und somit ist der Teil schon mal wieder in Ordnung. Ja, und jetzt müssen wir hier gucken. Oh ja, dahin, genau so. Wir haben festgestellt, dass wir bis da gehen können. Und dann hätten wir hier die Bahn quasi so eingezäunt. Da müssen wir mal gucken, wo wir das Öl. Ich weiß, dass ich hier hinten Öl brauche. Und also die beiden Sachen. Deswegen ist es eigentlich fast schwerer, das Öl darüber zu legen, was ich ja eigentlich mal vorhatte. Damit ich das ganze Gas hier drüben habe. Aber ich glaube, das mache ich alles untenrum einfach. Das ist, glaube ich, einfacher als irgendwas anderes. So. Guck mal, ich ziehe mir direkt da dran. Ich dahin. Und ab da machen wir den. Oder ziehen wir das hier so durch? Ich meine, das ist genauso an der Kante. Ist ja gar nicht so verkehrt, ne? Machen wir so. So, jetzt können wir hier noch den nehmen. Da würde es dann schon wieder durchgehen. Das wollen wir nicht. Wir könnten theoretisch den hier so drüber legen. Da und da offen. Machen wir auch. Nein, nicht da oben drauf. Wir wollen dich da haben und dahin. Okay. Das ist doch schon mal ganz gut geworden. So, wie haben wir das da? Jetzt wäre die Frage. Setzen wir die anderen Raffinerien? Das ist halt auch ein ganzer Batzen, den wir da brauchen. Wie setzen wir uns da? Wir haben da das Wasser, das ist also alles kein Problem. Da hinten sind auch die Pumpen, die sollten das auch noch hoch genug kriegen. Also das wäre alles kein Ding. Wir brauchen also Raffinerie. 57 Stück. Was haben wir denn hier? Also ich brauche 30 Stück für Kupfer, 12 für Katerium. Das sind 42. Fehlen also noch 15. Hier habe ich noch mal 12 für. Das sind genau die drei, um die ich mich verrechnet habe. Aber welche drei sind das? Und das sind nicht die drei von dem Quarz. Das weiß ich. 100%.
müssen die von dem Recycled Plastic sein. Dann habe ich den ignoriert. Weil da sind genau drei. Das wäre genau das, was fehlt. Und gerade für die Nummer mit dem Rubber und Plastik hin und her sind die halt essentiell. Logischerweise, weil die beiden sich halt abwechseln. Okay. Das heißt, wir ignorieren das an der Stelle und gucken uns jetzt an, was haben wir denn alles? Die Heat Fused Frames für den Blender haben wir schon. Pressure Conversion Cube brauchen wir. Das sind 6 Assembler. Und die gehen dann wieder hinten rein. Pressure Conversion Cube. Wo bauen wir die? Schauen wir mal, wo wir die brauchen würden. Wenn ich das richtig im Kopf habe, plumpse ich hier runter, kann hier drauf plumpsen, kann hier so langsam abklatschen und bin dann hier unten. Ja, das war genau so gedacht. So. Wenn alles richtig im Kopf habe, kann ich hier durchspringen. Nicht durchspringen, aber hier drüber laufen. Okay. Ihr braucht Pressure Conversion Cubes. Druckumwandlungsblock. Ja. Okay. Hier muss das hin. Das heißt, ich könnte den quasi hier reinsetzen. Davon brauche ich 6. Wie viel braucht ein Fabrikator? Jetzt mir fehlen 2 von den Dingens und dann reicht das. So. Okay, schauen wir mal weiter. Also. Wir brauchen da vorne Rotoren. Ich glaube, ich packe mir jetzt einfach alle Rotoren ein, die wir haben. Genauso verstärkte Eisenplatten. Ach ja, was ich zwischendurch auch schon mal gemacht habe, das, was ich da hinten zur als Aushilfe produziere, lasse ich mal hier hinkommen und hier verteilen, weil man braucht man ja eh immer. Guck mal hier. Rotoren. Nehmen wir, haben wir zu viele, passt. Da. Haben wir zu viele, passt. So. Damit kommen wir doch erstmal aus. Jetzt muss ich eben überlegen, die Druckumwandlungsblöcke. Wo brauchen wir die überall? Das war, glaube ich, nur diese Reihe hier, ne? Das sollen 12 sein. Das heißt, die Hälfte von den Maschinen baue ich hier drüber. Dann können die nämlich schön von oben kommen. Und gut ist. Und du hier, was machst du nochmal? Du kommst von dem hier. Und der macht ummantelte Plutoniumzelle. Ummantelte Plutoniumzelle brauche ich dann auch hier drin, ne? Perfekt. Okay. Dann springen wir einmal hier hoch. Jetzt müssen wir gucken. Einmal da so hin. Einfach nur als Markierung, damit ich grob weiß, wo ich hin muss. Das ist gut, dass ich nicht so nah rangegangen bin. So, jetzt bin ich auch genau drüber. Das heißt, wir setzen uns die. Haben wir die Kollegen so hingesetzt?
Eins, zwei, drei, vier, fünf und die Nummer 6. So, diesmal mache ich nicht den Fehler, dass ich mir nicht merke, was ich da reinpacke, sondern ich setze direkt die Rezepte. Ja, ich lerne dazu. Denn mit den Rezepten weiß ich dann wenigstens, was Sache ist. So, und ich mache ich hier zu. Heißt, hier geht dann irgendwo einer runter und der verteilt sich dann da oben. Sehr gut. Mache ich das. Das wäre jetzt 1, 2, 3 weiter darüber. 1, 2, also das ist hier die 1, 2, 3. Hier wäre... Ich überlege noch. Ich glaube, das Beste wäre, wenn ich die hier so in die Mitte gehen lasse. Ungefähr. Ja. Besser, wir machen uns jetzt schon die Gedanken. So. Hier hin. Da hin. Tatsächlich die Mitte getroffen. Ich hätte schwören können, ich hätte das jetzt bei 4 irgendwo hingelegt oder so, aber nee. Passt. Da bin ich ja mal zufrieden mit. Zack, bam, da rein. Bam, bam. Bam, bam. Da rein. So, da rein. Naja, ist jetzt anders. Ziehen wir nochmal einen näher. Okay, eine richtige Mitte gibt es nicht. Fällt mir aber irgendwie besser. Den Kollegen und diesmal in die Richtung. Und da noch einen. Sehr gut. Auf jeden Fall mittiger. So, und dann kommt hier direkt der hin und du kommst Mark 5. Da dran, gehst runter. Perfekt. Hätten wir das schon mal. Machen wir den als den oberen, würde ich behaupten. Soll ich das direkt fertig machen? Das ist, glaube ich, besser. Ne? Dann habe ich den Teil schon mal abgeschlossen. So. Jetzt gehen wir einfach hin. Wäre jetzt wichtig. Der ist genau hier. Ist das eine gute Stelle? Naja. Problem ist, da müsste ich, wenn ich den nehme, könnte ich hier hingehen, da müsste ich doch eigentlich den da dran kriegen. Ja.
Machen wir mal so. Ja. Wenn ich jetzt hingehe, wie mache ich denn das am besten? Ich sehe ja jetzt, dass das runter auf das Band kommt. Jetzt hängt der natürlich genau vor dem. Also logischerweise kann ich dann nur den als rausnehmen. Easy. Wir ziehen von da nach. Kommst du hin? So. Dann schnappen wir uns den Splitter. Alles nicht so, wie ich mir das denke. Nicht so einfach, wie ich mir das denke. Schauen wir mal hier. Also, wir brauchen den nach dort. Dann brauchen wir den Splitter. So. Passt das? Nein, tut es nicht. Suchen wir es anders. Wir haben jetzt die Höhe. Machen das alles nochmal weg. Wenn ich jetzt den Splitter nehme, dann kann ich den so da reinsetzen, aber nicht da dran. Nicht den, das kann dann nicht sein. Nee. Oh Mann. Okay. Der Kollege ist schwieriger, als ich gedacht habe. Ja. Weit schwieriger. Okay. Zicke. Wir machen das anders. Wir setzen dich hier hin. Will ich den hier so? So. Den da oben weg. Sehr gut. Dich weg. Dich von da oben. So, dann haben wir dich da dran und können dich nach links und rechts setzen. Sehr schön. Dann gehen wir von hier aus direkt in die Richtung weiter. Und setzen den Splitter dorthin. Nehmen uns ein Förderband von da nach dort. Sehr gut. Den, den wir hier drunter hatten. Jetzt sind wir auch doch wieder hier drunter. Den hätte ich gar nicht wegnehmen müssen. Das noch da kommen. Ja, ist auch nur so ein bisschen. Ist ein bisschen offset, aber mein Gott. Das ist jetzt nicht so wild. Damit komme ich hin. So, sehr gut. Fällt mir aber noch nicht hier. Fällt mir doch. Das hätte geklappt. Verdammt. Ich war mir unsicher. Machen wir das nochmal. Okay. So. Also der Kollege hier ist ein bisschen schief. Wir können aber den Kollegen dann trotzdem wegmachen. Denn was wir jetzt tun ist, wir schnappen uns den Splitter hier. Und
fangen hier an. Und setzen die jetzt mal schön zwei nebeneinander, damit wir nachher den anderen oben drauf setzen können. Und dann haben wir das doch einmal in richtig. Das sieht nicht richtig aus. Da waren falsche Linien. So. Und so. Warum habe ich manchmal das Gefühl, dass ich auf eine Linie setze? Und dann ist das so weit offen. Kann doch nicht sein. So. Du passt. Du passt. So. Okay. Weiter. Schon wieder daneben, oder? Natürlich. Als würde ich jedes Mal beim Klicken verziehen. Kann doch nicht sein. So. Dahin. Dahin. Ich drücke dabei auch Steuerung, also so ist es nicht. Aber mit zwei Linien hat das Ding manchmal ein bisschen Probleme. So. Ja, wir schaffen das. So. Und so. Für dich gilt da oben drauf. Da drauf. Da drauf. So. Okay. Ja, ist ein bisschen blöd, dass es so schief ist, aber mein Gott. Ab hier gilt so. Dann schnappen wir uns. Dann gehen wir einmal hier so rum durch. Okay. Ist nichts, da ist einer. So geht das schneller und es klappt. Okay. Ah, wir wollten wenigstens etwas Sinnvolles gemacht. Ich glaube, das wäre von vornherein cleverer gewesen, wenn ich mich an diesen Plan halte. Statt irgendwelche Zwischendinger zu machen und zu gucken und wie kann man das denn schön hinstellen. So, dahin. Du, mein Freund, bist dahin, dahin. Perfekt. Das heißt, wir haben am Ende hier unten den Teil schon mal fertig. Die Plutoniumzellen haben dem fehlen natürlich noch die Inputs hier. Also den da vorne. Aber hier ist der Spaß doch schon mal soweit. Ja. So. Jetzt zwar. Eins, zwei. Fertig. Also, die wären damit dran. Dann jetzt nur noch. Die hier unten dazu. So. Ja, der Plan ist besser. Alles schön rückwärts zu bauen.
Sonst bin ich irgendwann komplett verwirrt und weiß gar nicht mehr, was ich hier zu tun habe. Es wird zwar dann beim Zuliefern von manchen Sachen wahrscheinlich ein bisschen chaotisch, aber wir machen ja sowieso das Chaos-Let's Play. Vielleicht soll ich es umbenennen. Chaos-Let's Play. Und strukturiert hat es ja mittlerweile gar nichts mehr zu tun. So, das haben wir. Die Dinger werden dann gebaut und da vorne geschreddert. Wahrscheinlich hätte ich auch irgendwelche Zwischenprodukte eben schreddern können, aber hey. Wir gehen die Linie komplett durch, dann haben wir wenigstens alles. Könnten wir theoretisch wieder ein neues Kraftwerk schmeißen. Und ihr kennt das Spiel. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar freue ich mich riesig drüber. Damit macht es gut, Käffchen.